Herzlich willkommen zurück in Finchis Welt zur FIFA 17 Trainerkarriere. Ich habe wieder ein bisschen mehr Bock auf FIFA bekommen. Wahrscheinlich liegt es an den letzten guten Spielen, die wir ja hatten, denn wir haben ja zwei Spiele doch ganz gut uns geschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich einfach irgendwie besser geworden bin die letzte Zeit, ob ich einfach Glück hatte oder ob die Gegner einfach scheiße waren. Ich weiß es nicht genau. Ich versuche auf jeden Fall heute anzuknüpfen an das, was wir da getan haben, auch wenn das mit einer solch angeschlagenen Mannschaft schwierig wird. Nichtsdestotrotz spielen wir heute gegen Swansea City. Wir haben Post. Was ist da los? Warum haben wir zweimal Post? Nationalteam. Nationaltrainer-Offerte. Oh, Kanada. Ablehnen. Wir spielen selbstverständlich gegen Swansea City. Wir simulieren ja sowieso eigentlich nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht irgendwann was simulieren werde. Ich glaube aber eher nicht. Angel Di Maria ist nicht ganz auf dem Damm. Er würde am liebsten mal pausieren. Alles klar, das lässt sich einrichten. Denke ich doch zumindest mal. Wir sind immer noch Dritter in der Liga. Oh, Tottenham hat sich aber schon gut abgesetzt. Ach du Scheiße, das wird aber ganz schön knifflig da. Das heißt, jetzt ab sofort jedes Spiel gewinnen. Sonst wird das mit der Meisterschaft vermutlich nichts. Zumindest nicht so mit eigenem. Ich muss mal hier gerade meine Kamerakabel-Gedöns wegtun. So, Di Maria sagte, er ist nicht ganz fit. Das heißt, wir lassen ihn auf jeden Fall mal raus. Dafür kann selbstverständlich Gitarian rein. Der ist ja fit. Wir nehmen mal Lingard mit. Der hat ja sich ganz gut geschlagen, auch die letzten Spiele. Über die linke Seite kommt Depay. Martial kommt vielleicht später. Kimmich bekommt die Pause. Dafür kommt. Ach du Kacke, was machen wir denn da? Da kommt dafür Carrick nochmal rein. Wir haben ja auch hier unten immer noch Fellaini, den ich ja mal mitnehme, anstatt Schweini. Und ich denke mal, so werden wir anfangen. Dann haben wir einen Herrera oder. Ach Gott, oh Gott, das ist ja. Sind ja alle voll im Arsch. Was machen wir denn da? Schneiderlin mitnehmen. Jo, ne? Anstatt Martial, glaube ich. Und anstatt Herrera, oh Gott, anstatt Herrera, nehmen wir ihn mit. Oh mein Gott. Da muss ich ein bisschen umbauen später. Wie auch immer, wir sehen uns gleich im Stadion. Und damit herzlich willkommen in Swansea City im Liberty Stadium. Swamun. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir wollen punkten, beziehungsweise wir wollen sogar 3 Punkte mitnehmen. Das heißt, wir müssen gewinnen. Beste Abwehr. Wir haben erst ein Gegentor kassiert. Wir sind trotzdem nur Dritter. Ist das nicht traurig? Naja, whatever. Heute geht es, wie gesagt, um den Sieg. Um die Wurst geht's. Mit einem relativ angeschlagenen Team. Trotzdem spielen wir offensiv. Und ab geht die wilde Fahrt. Komm. Ich weiß nicht so genau, ob das letztes Mal einfach Glück war, dass ich da so hoch gewonnen habe, zweimal hintereinander. Oder ob ich einfach irgendwie besser geworden bin. Keine Ahnung. Boah, Depay! Depay! Mach's selber! Verdammt, da wurde er doch gehalten. Er wurde gehalten. Er wurde gehalten. Das habe ich schon gesehen. Ich gespürt den Controller. Ach, zieh doch durch, Ibrahimovic. Du musst ja nicht bis ins Tor laufen. Aber der halt doch. Ach. Sag mal, können wir mal nachsetzen? Was ist das für eine Scheiße? Sowas nicht geplant. Ich habe heute was, es wurde ja ein bisschen diskutiert die letzten Tage, beziehungsweise ich fand es eigentlich ziemlich lächerlich. Thomas Müller wurde nach dem San Marino-Spiel interviewt und er hat, ja, wie ehrlich wie er ist, seine Meinung gesagt zu dem Spiel. Und dann wurde, ich habe das erst gar nicht so ganz mitbekommen. Er hat es erst später gesehen und dann wurde, ich habe das quasi erst mitbekommen, als er gedisst wurde. Nämlich vom Präsidenten von San Marino oder von auf jeden Fall irgendwer aus San Marino, der da was zu Kamellen hat, der hat Thomas Müller zurückgedisst. So nach dem Motto, nicht mal gegen uns triffst du und sowas nimmst du dir dann raus zu sagen ungefähr. Thomas Müller hat mehr oder weniger gesagt, dass halt die Spiele gegen eine Mannschaft wie San Marino immer etwas anders sind, weil
der Platz halt immer ein bisschen schlechter ist, dass die Spielweise der San Marinesen, nennt man sie so, Mayonesen, dass sie etwas ruppiger ist und dass sie natürlich komplett anders spielen. Das muss natürlich sein, weil das sind alles keine Profis, sie haben nebenbei noch einen anderen Job und so weiter und so fort. Und die Presse, die hat natürlich dann wieder Auszüge aus seinem Interview genommen, hat das ein bisschen weggeschnitten und dann sieht das so aus, als ob er quasi voll über San Marino ablästert, was er, wenn man das komplette Interview sieht, gar nicht gemacht hat. Das ist ja unglaublich. Und sofort springen alle Leute darauf an und fangen an, Thomas Müller zu dissen. Und das geht überhaupt nicht. Man kann einen Thomas Müller nicht dissen. Nicht solange ich Fußballfan bin. Denn Thomas Müller sagt manchmal klar, was er denkt. Das ist ja nicht verkehrt. Aber er steht auch zu seiner Meinung. Und er hat ja nichts Schlimmes gesagt. Wenn man sich das komplette Interview anguckt. Wenn man natürlich dann nur das nimmt, was die Presse da wieder rausschneidet, dann okay, dann würde ich sagen, ja, alles klar, arroganter Typ, was ist denn da los? Zu weit vorgelegt. Verdammt. Wie auch immer, das hat auf jeden Fall wieder, das ist so typisch, ich würde am liebsten alle Fußballseiten entliken bei Facebook, weil da nur noch so eine Rotze kommt, dass jede Kleinigkeit wird von den Medien da mega aufgebauscht und wird ein riesen Trara rumgemacht. Und das war jetzt halt wieder so ein Paradebeispiel, weil gerade Thomas Müller, der immer ein absolut fairer Sportsmann ist und komm schon, jawohl, was für ein Traumpass. Und natürlich wieder nichts. Mann, Mann, Mann. Naja, das ist halt ein Thema, was... keine Ahnung. Nicht dahin, Alter, ist das Passsystem scheiße geworden. Ich hoffe, das wird in FIFA 18 wieder besser. Denn das geht überhaupt nicht klar, ey. Jo, klar, lauf doch noch schneller, du Assi. So. Am Ziel vorbei. Okay. Alter Schwede, gefühlte Minuten? Ach so, okay. Ich dachte jetzt, das wäre so eine Statistik über mehrere Spiele. Aber das war ja einfach nur gerade aus dem Spiel, ja. Das ist halt überflüssig, sowas. In einem der letzten Kommentare wurde ich gefragt, beziehungsweise wurde gesagt, ob ich nicht mal den Torwart umspielen kann, um ein Tor zu machen. Ja, wenn ich denn mal bis da vorne kommen würde. Ihr seht das ja. Ich komme nicht mal um die Spieler drumherum. Wie soll ich auch um den Torwart drumherum kommen? Und abgesehen davon bin ich nicht der Trickser. Also ich kann jetzt nicht mit einem Spieler hier alle irgendwie umdribbeln oder so. Das habe ich noch nie gekonnt. Das werde ich wahrscheinlich nie können. Aber ich gebe mein Bestes. Ich werde versuchen... Also Halbzeit. Ich werde versuchen, ein bisschen was mehr Gas zu geben, aber ihr seht schon, erste Halbzeit ist wieder rum und es steht immer noch 0-0. Das ist doch echt zum Mäusemelken, ey. Nicht auf Ibrahimovic, das sollte weitergehen noch. Alter Schwede. Wie kann ich denn das beeinflussen, ey? Das gibt's doch nicht. Also ich meine, klar weiß ich, wie ich das beeinflussen kann, dass ich halt in die Richtung drücke beim Passen, aber irgendwie macht das halt nicht das, was es soll oder was ich möchte. Das hat bei FIFA 17 alles irgendwie besser geklappt. FIFA 16. Alter. Ey, Ibrahimovic, kriegst du da einen Ball zwischen die beiden Spieler durch? Das kann doch nicht sein. Bist du zu blöd, oder was? Ja, der wird auf jeden Fall entsorgt. Ibrahimovic. Ist das lächerlich. Lächerlich. Bei jeder
bei The Journey, wenn ich das im Training mache mit Alex Hunter, der eine Insgesamtbewertung von 70 hat, da klappt das. Und mit Ibrahimovic klappt das nicht. Das ist ja unglaublich. Aha, aha, es geht also doch noch. Wunderbar, wunderbar. Können wir direkt die Wechsel mal machen? Ne? Denn wir sehen, da ist schon wieder Rooney in der Mitte, ist schon wieder am Ende seiner Kräfte. Dafür kommt Fellaini mal rein. Aber den tauschen wir mit Pogba, der hätte ich gerne ein bisschen offensiver. Dann haben wir Jesse Lingard, der kommt für Mkhitaryan. Und Damian kommt für Valencia. Der ist auch am Ende seiner Kräfte. Alter Schwede, das hatte ich fast übersehen. Und so geht's weiter. Ich hoffe, wir legen direkt nochmal eins nach jetzt gleich. Ja, ja. Ich weiß gar nicht so genau, ich verfolge ja, wenn ich ein FIFA Let's Play verfolge, dann ist es das von Alf Puschen mit seinem Let's Play Kanal, To Let's Do. Und ich gucke da halt immer nur so sporadisch mal irgendwie rein. Denn ich würde mal gerne wissen, ob er auch so Probleme hat wie ich. Also Alf, falls du das siehst, dann schreib mir mal in die Kommentare. Klappt das bei dir besser oder eher nicht? Nein. Boah, was denn? Was ist Fellaini los? Fellaini ist durch. Nein! Mein Gott, du Palmenkopf, was ist das denn? Wie geht denn? Oh Mann, ey. Hauptsache so ein Buchsbaum am Kopf und... Alter. Er trifft ja das Tor da nicht. Ich meine, schön durchgesetzt hat er sich ja. Das hätte er jetzt echt perfekt machen können mit... einem Tor. Oh mein Gott. Ach übrigens, demnächst wird es wieder ein Greenscreen bei mir geben. Ich wollte ihn gerade umspielen. Ich habe es versucht. Naja. Ja, Greenscreen wird zunächst wieder geben, weil ich mir einen neuen Greenscreen bestellt habe. Beim Cyber Monday war in der Tat... Lauf doch! Lauf doch! Hättest du direkt durchgezogen, du Affe! Dann wärst du jetzt da. Mann. Ah. Sauber. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ja, ein Greenscreen gab es beim Cyber Monday im Angebot. Und dann... Ich habe gesagt zu meiner Frau... wenn der unter 40 Euro fällt, dann würde ich den kaufen. Aber ich hatte keine Zeit. Ich war ja auf der Arbeit und das ging morgens um 6:30 los. Ja, das geht halt dann nicht. Meine Frau war aber noch zu Hause. Dann hat sie geguckt. Und ich glaube, er war jetzt für 51. Da hat sie gesagt, ach komm, scheiß drauf. Bestellen wir das Ding mal. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen... Oh. Gibt es einen neuen Greenskin für mich hier mit schön mit Aufsteller und zum Spannen und sowas alles. Sogar drei verschiedene Farben sind möglich. Ja, mal sehen, was ich dann damit wieder zaubern kann. Und schade. Mal gucken, wa? Komm, pfeif jetzt ab, das dämliche Spiel, ey. Oh Gott, endlich. Okay, 1-0. Das ist kein Traumergebnis, aber zumindest 3 Punkte haben wir mitgenommen. War das denn gerade? Habt ihr das gesehen mitten im Bild? Was hat das denn für eine Frisur, ey? Voll pink oder sowas. Einer von den Zuschauern mittendrin. Strange.
War es ein Grafikfehler oder war das so gewollt? Ist das so gewollt? Okay, 1-0. Kann ich eigentlich hier. Achso, das habe ich schon mal gefragt, ne, ob ich hier unten irgendwie umstellen kann, dass ich da den besten Spieler wieder angezeigt bekomme. Muss ich mal in den Einstellungen gucken. Müsste irgendwie gehen. So, jetzt hoffen wir mal, dass Tottenham verloren hat. Wer ist noch vor uns? Chelsea, glaube ich, ne? Ja, gut, das ist nicht so dramatisch. Die sind nicht so weit vor. Aber Tottenham, die müssten echt mal wieder verlieren. Haben sie aber nicht. Nee, sie waren ja ein Spiel sowieso. Ja, nee, ist okay. Wir machen doch eben das Training. Tottenham hat ja gar nicht gespielt. Ich Trottel. Alles simulieren. Und Morris macht wieder ein krasses Update. Alter Schwede. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was aus dem wird. Okay, weiter. Und wir haben Post. Gucken wir noch eben rein. Danke, Chef, dass Sie mir eine Auszeit gegeben haben. Ich fühle mich fit und kann das Spiel wieder angreifen. Jawollo. Sehr schön. Das nächste Spiel ist. Wir gucken mal in den Kalender. Oh, lange, lange Pause. Und dann gegen Arsenal London. Alter Vater, das wird aber ein Kracher. Ich würde sagen, das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.